Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS15. Und wie ihr rechts im Bild schon sehen könnt, es gibt bei mir heute mal modernere Fahrzeuge und aus dem einen Grund. Wir, die Community Gaming-Ost-West.com, haben etwas geplant und zwar einen zweiten Server, der bei uns laufen soll. Wie das Ganze abläuft, kann ich später vielleicht mehr zu sagen. Und zwar haben wir uns gedacht, da wir ja auf dem einen Server die Bandico haben mit alten Fahrzeugen, haben wir uns gedacht, da die Anfrage kam, wie wäre es denn mal mit etwas moderneren Fahrzeugen, haben wir uns gedacht, wir lassen noch einen zweiten Server laufen und ja, da können die Leute dann auch mal mit etwas moderneren Maschinen rumfahren, übers Feld juggeln und. Ja, ich habe heute mal einen kleinen Testtag. Ich wurde heute angerufen und habe mir gedacht, okay, wer ist denn dran? Bin ich rangegangen, war jemand aus Frankreich dran, der aber Deutsch kann. Und ja, ich habe dann natürlich eine Anfrage von ihm bekommen, ob ich denn mal Lust hätte, bei ihm auf dem Bauernhof etwas zu arbeiten. Ja, habe ich gedacht, okay. Habe ich fix in der Bandico mal angerufen in der Firma, habe nachgefragt, wie es denn ausschaut, ob ich mir mal ein bisschen Urlaub nehmen kann. Die haben gesagt, ja, kein Problem. Und da habe ich mir gedacht, okay, da packst du deine Sache und ziehst mal ab nach Frankreich und dann geht los. Ja, wir sollen hier ein bisschen helfen. Die Map hier ist eine französische Map, soweit ich jetzt mitbekommen habe. Und ja, das soll dann wahrscheinlich unsere zweite Map werden. Beziehungsweise die Map werden, die auf dem zweiten Server läuft. Die Map ist ganz okay. Gefällt mir sehr gut. Ja, und wir sollen hier ein bisschen aushelfen, also machen wir das. Wir haben jetzt hier noch die Standard-Mods, die werden aber alle durch andere Mods noch ersetzt. Also da wird noch kräftig gesucht und geschaut, welche Fehler haben welche nicht. Und wir tun mal ein bisschen arbeiten hier. Na, das hat es jetzt nicht gebracht. Ja, wie ihr seht, haben auch diese Server wieder Ruckler und zwar ja, extremst ab und zu mal. Aber irgendwie lässt sich das irgendwie nicht vermeiden. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, dass die Server immer so ruckeln. Wenn ich jetzt einen Multiplayer-Server aufmache, den ich alleine hoste, läuft alles flüssig und ja, komisch. Keine Ahnung, wer Tipps hat. In die Kommentare nehme ich gerne entgegen. Und ja, hier ein bisschen neu einsammeln heute. Ich wollte ja eigentlich, ich habe ja auch auf ein anderes Tempo eingestellt, auf 13, das reicht eigentlich auch zum Einsammeln. Wenn du zu schnell einsammelst, das ist dann nicht mehr so wirklich realistisch. Ja. Also wie gesagt, falls ihr vielleicht auch Interesse habt, mal mitzuzocken, einfach mal unter das Video, na, euch melden. Wann das natürlich mit dem zweiten Server genau losgeht, kann ich euch noch nicht genau sagen. Wir sind noch ein bisschen in der Besprechung, was das angeht. Und mal schauen, wann das dann so gestartet wird.
Natürlich werde ich auch aus Bandico noch Videos aufnehmen, das ist keine Frage. Ich werde ab und zu mal auf der Bandico-App spielen und ab und zu mal auf der neuen, je nachdem, wie ich halt Lust habe. Und da wird es dann auch von der Bandico, denke ich mal, wieder etwas geben, ein paar Videos, die da dann bereitgestellt werden. Aber ich wollte es euch heute mal mitteilen. Ich mache es zurzeit mit drei Leuten aus der Community, die sich da ein bisschen mit drum kümmern. Und ja, also ich hoffe mal, dass das bald anläuft und dass man dann auch hier modernere Traktoren wieder mal zu Gesicht bekommt. Und auch einige Mods, einige neue Mods, zum Beispiel, ich weiß nicht, einen John Deere, dann einen Class und. Also wir werden einiges mit hier in diesem, wenn das hier anläuft, werden wir einiges an neuen Mods mit draufbringen. Und ja, da werde ich auch den einen oder anderen vorstellen, wie ich halt Lust und Laune habe. Und ja, ich hoffe, es ist für euch interessant, nicht nur die älteren Modelle vorgestellt zu bekommen, sondern auch die neuen. Ja, wie gesagt, Montag ist RoboQuest-Tag. Da kommt dann immer eine Folge RoboQuest. Oh, was wollte ich noch sagen? Videos, wisst ihr ja, wann die immer kommen. Montags, Mittwochs und Freitags. Da ich noch nicht so viele Abonnenten habe, kann ich natürlich auch nicht jeden Tag ein Video rausbringen. Das wäre ein bisschen, naja, was heißt, wäre das Feedback etwas zu wenig. Und ich denke mal, die Aufrufe wären dann auch zu wenig. Deswegen 3 Tage die Woche, also das heißt 3 Videos in der Woche. Und das sollte dann okay sein für die Abonnentenzahl, die ich zurzeit habe. Sind wir voll. Und ja, mal gucken, wie sich der ganze Spaß hier, beziehungsweise wie sich mein YouTube-Kanal auch weiterentwickelt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute zuschauen und auch so nette Kommentare schreiben wie ein Zuschauer von mir, der Herr Keks. Der schreibt immer mal ein paar nette Kommentare. Und er verfolgt auch immer meine Videos, finde ich sehr, sehr klasse. Also solche Zuschauer, die habe ich sehr, sehr gerne, die auch meine Videos auf meinem Kanal verfolgen und dann auch mal einen Kommentar da lassen. Finde ich klasse. Das freut mich sehr. Den habe ich jetzt auch in RoboQuest geedit im Spiel. Wenn er mal online ist, mache ich mit ihm mal was zusammen. Spiel mit ihm mal eine Runde. Wenn ihr auch mal mit mir eine Runde spielen möchtet oder so, ist kein Problem. Einfach mal nachfragen oder so. Ich speise niemanden und ja, dann schreibe ich euch zurück. Füge euch in Steam oder wo auch immer im Spiel hinzu und dann passt das. Und dann können wir auch mal zusammen eine Runde übers Feld juckeln oder was auch immer, was ihr halt gerne spielen möchtet. Ja, kann man dann auch mal zusammen reisen. Multiplayer macht am meisten mehr Spaß wie Singleplayer. Und, ja. Also wie ihr seht hier, sind die Schilder nicht auf Deutsch. Also, aber mich stört ehrlich gesagt wenig. Hier habe ich mir eine Mod rausgesucht. Da ich hier auf der Karte keinen Strohverkehr
Verkauf gefunden habe, habe ich mir mal fix eine Mod rausgesucht und habe den mal auf den Server draufgeknallt, dass wir auch das Stroh, was wir auswerfen, verkaufen können. Ich meine, es gibt zwar nicht, bringt zwar jetzt pro kleinen Hänger hier, bringt es ungefähr, oh, was ist denn jetzt los? Also pro so einen kleinen Hänger kriegen wir ungefähr 1500 Euro raus. Ist zwar jetzt nicht viel, aber von Anfang ist es eigentlich nicht schlecht. Wir wollen ja jetzt hier erstmal eine Grundbasis aufbauen, damit dann jeder auch ein Fahrzeug hat, wenn das hier losgeht. Und soweit ich weiß, ist Samstag in Planung. Inwiefern das jetzt schon feststeht, weiß ich leider nicht. Aber müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kommen noch einige Traktoren hinzu. Also nicht die Standard-Mods, sondern richtige Mods, die wir noch gefunden haben, die auch keine Fehler schmeißen. Ihr wisst ja selbst, wenn man so einen Server betreibt oder aufbauen möchte, dann sollten da auch nicht wirklich gerade Fehler dabei sein, was dann vielleicht Spielspaß kaputt macht oder weiß der Geier was. Ja, also ich finde es super. Ich habe die Idee eingebracht, dass wir irgendwann einen zweiten Server haben, wo man mit neueren, moderneren Fahrzeugen fahren kann. Einige Leute haben sich mir angeschlossen, einige wollen sich das auch mal anschauen, wenn es fertig ist. Und ja. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir haben zwar jetzt nicht viel vollbracht, wir haben zwar jetzt mehr geredet wie was anderes, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, einfach unter das Video drunter schreiben. Kommentare könnt ihr auch da lassen. Lasst euer Feedback da, eure Meinungen dazu. Gerne, gerne, gerne. Lese ich mir gerne durch, beantworte ich auch gerne. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr oder dürft ihr mich gerne abonnieren. Würde ich mich natürlich auch freuen, umso mehr Leute hier mir zuschauen, umso mehr werde ich mir natürlich auch einfallen lassen. Natürlich wird es für euch auch irgendwann mal interessant, weil ich vorhabe, noch ein weiteres Projekt einzufügen, und zwar höchstwahrscheinlich die Kanalvorstellung, aber da werde ich dann eure Kanäle vorstellen. Aber bis dahin ist noch ein Stück Zeit. Ich sag mal so, ab 100 bis 150 Abonnenten würde ich anfangen, würde jede Woche einen Kanal vorstellen. Wer da Interesse hat, kann sich auch gerne melden, aber dazu wird es später dann auch noch mehr geben. Und ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Tschüssi.